So, ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part von Memoria. Wir sind jetzt irgendwie hier im... Ja, wo sind wir überhaupt? Hier sind Lichter. Wir müssen erstmal zurück in den Wald. Wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir diesen Boten hier abfangen. Aber irgendwie bekommen wir ihn nicht. Leider weiß ich jetzt nicht, wie ich seine Spur aufnehmen kann. Wo er genau jetzt langgelaufen ist. Wir haben auch nichts weiter jetzt an Material. Wir haben jetzt Noris Kette und ein Messer. Reparieren, zerstören. Oh. Ah, warte mal. Damit kann man auf die Spur gucken, oder? Oh Mann, warum bin ich nicht vorher darauf gekommen? Sieh mal einer an, da ist der Bote. Bist du der Bote? Leider. Gerade will ich einfach nur noch schlafen. Okay. Schriftrolle? Was hat es mit der Schriftrolle auf sich? Das ist eine magische Schriftrolle. Die Magier können sie im Dunkeln glitzern sehen und greifen mich da nicht an. Was steht drauf? Nichts. Wichtig ist nur, was ich selbst zu sagen habe. Alle Befehle müssen erst durch mich durch. Das macht mich zu einem der wichtigsten Männer hier. Das freut dich, was? Boten ablösen. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Ja. Das geht nicht. Warum denn? Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Das sehe ich. Du sitzt gerade hier faul auf dem Felsen, Mann. Weiterschicken? Hör auf, hier rumzusitzen. Du musst weiter. Ich war gerade erst bei allen Gruppen. Ich habe eine Pause verdient. Dann schlaf mal gut. Ich versuche nicht. Okay. Also irgendwas fehlt uns noch, damit wir den irgendwie, weiß ich nicht, weiterschicken können? Ja, ist jetzt ein bisschen... Ah nee, hier wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte eigentlich mal... zum Felsen. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Ritter Zornbold. Ritter Zornbold? Hi, das ja. Nicht die Iron ist. Wir kennen uns. Dich habe ich ja seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das kurz bevor der Seher verschwand. Wie ist es dir seither ergangen, alter Gauner? Ganz okay. Stand der Suche. Hat deine Gruppe schon irgendwelche Spuren gefunden? Wir wissen, dass die Tulamiden hier einmal von Ost nach West vorbeigekommen sind. Oder von West nach Ost. So genau wissen wir das nicht. Wir können dem auch nicht nachgehen, da uns befohlen wurde, vorerst die Stellung zu wahren. Ich hasse es, untätig herumzusitzen. Ehrlich gesagt, kenne ich euch nicht anders. Hohoho. Befehle weiterleiten hat keinen Sinn. Ist der Bote hier? Er war hier. Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Ich suche dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. Ja, ja, das hat uns jetzt nichts gebracht. Der läuft hier wieder rum. Ich dachte, er wollte angeblich sich ausruhen. Ich glaube, das habe ich vorhin übersehen. Wir können es ja eigentlich reparieren. Ja. Verdammt. Okay, jetzt können wir hier rüber. Hier war ich nämlich auch noch nicht. Lichter. Sieht nicht aus, als hätten sie Fahi schon gefunden. Gut. Oh ja. Eda, komm raus. Hallo. Du bist gar nicht der Bote. Bei den Zwölfen, wie lange dauert das denn noch? Ich dachte, der war bei jeder Gruppe. Du siehst unglücklich aus. Unglücklich? Ich bin wütend. Seit wir hier im Moor angekommen sind, warten wir auf weitere Anweisungen. Aber der Bote mit den Befehlen kommt und kommt nicht. Wenn du ihn siehst, schick ihn her. Ah, viel Erfolg noch. Okay. Danke. Wir brauchen gar nicht weiter mit dem reden. Wir müssen jetzt versuchen, irgendwie den Boten hierher zu bringen. Weil er noch nicht hier war. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil er hier gar nicht rüberkommt. Und dafür sorgen wir auch, dass es weiterhin so bleibt. Nein, nicht rüber. Mach mal einfach hier kaputt. So.
Okay, der ist jetzt hier irgendwie. Irgendwo. Ein. Mal gucken. Finden wir ihn? Jupp. Hallo. Oh, geht so. Na dann schicke ich dich ins Moor. Warst du schon beim Suchtrupp im Moor? Ich hatte gehofft, es merkt keiner. Tja. Es ist so weit ab vom Schuss. Ich dachte, ich kann das Moor auslassen, bis es neue Befehle gibt. Nee. Der Gruppenleiter ist ziemlich sauer deswegen. Ja. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Na dann. Sehr schön. Macht Spaß, die hier alle zu verarschen. Und jetzt kommt er hier nicht weiter und ist verzweifelt und wir nehmen einfach die Schriftrolle. Hahaha. Pech gehabt. So, jetzt haben wir hier die Macht. Jetzt sind wir der wichtigste Mann, beziehungsweise Geron. Was machen wir denn jetzt? Waldstück. Das hier müsste eigentlich dieser Baum sein. Wir müssen die hier loswerden. Eda! Jetzt können wir doch die Befehle weiterleiten, beziehungsweise Junge, verarschen. Ist dieser Mann der Bote? Ja. Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Ja. Den Fluss entlang. Da kommen wir gerade her. Mir egal. Gut. Befehl ist Befehl. Ganz ich genau. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Nein. Schnell, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Ach, verdammt. Das sieht schon cool aus, wie die ganzen Fackeln hier verschwinden. Eine wäre ich schon mal los. Ja, aber... Nuri sagte, Fahis Tochter versteckt sich da oben. Ich kann das allerdings nicht nachprüfen, solange hier unten noch jemand ist und sie töten will. Musst du irgendwie alleine Stellung halten? Ja, aber ich habe keine Angst. Meine Gruppe ist nicht weit. Ich muss nur rufen und sie sind hier. Viel Erfolg noch. Ruhm und Ehre, dem Königshaus Andergast. Ja. Ich weiß noch, dass Nuri diese Leute hier ablenken wollte. Und wir haben gesagt, nein, noch nicht. Und ich denke mal, dass es jetzt dafür Zeit ist, dass sie ablenkt. Also den Jungen Nuri, jedenfalls. Ich brauche deine Hilfe. Lenk die Gruppe ab. Kannst du versuchen, den Suchtrupp von dem Mädchen fortzulocken? Das ist wohl ein Ja. Huhu, hier bin ich! Was? Wer ist dort? Hey, hier ist jemand! Kommt schnell! Nein! Beeil dich mal, ich bin gleich weg! Hey, wo bleibt ihr? Warte nur, dich schnapp ich mir! Sehr gut, Nuri, sehr gut. Es hat geklappt! Er ist jetzt weg! Gut gemacht! Na, da hat sie ja Spaß, was? Ein gutes Team, muss man ja mal sagen. So, jetzt ist hier keiner mehr. Du kannst runterkommen. Sie sind weg. Wo ist hey. Papa? Das wollte ich dich gerade fragen. Er ist am Wasserfall. Du hast ja wirklich einen sprechenden Raben. Ich habe Fahi gefunden und zum Wasserfall geschickt, wie du es wolltest. Zwischen hier und dort sind sehr viele Menschen. Ich werde versuchen, eine Schneise zu schlagen. Das Mädchen durchzuschmuggeln. Vielleicht kann Breda mir dabei helfen. Beeil dich! Diese Jäger machen einen klügeren Eindruck als du. Danke. Sehr nett. Okay, gehen wir mal ins Zelt. Ich hoffe, wir können uns jetzt wirklich Hilfe von Breda holen. So, die Truppen haben nun lange genug gewartet. Deine Strategie hat uns nur Zeit gekostet. Ich gebe dir noch eine letzte Gelegenheit. Wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Du schon wieder. Langsam wird es lästig. Verschwinde. Wartet. Vielleicht hat er etwas Wichtiges zu sagen. Dieser Mann schleicht seit Tagen um dich herum. Dir ist wohl nicht bewusst, dass du noch andere Vorzüge hast als dein strategisches Geschick. Ich will dich nie wieder in der Nähe meiner Nachfolgerin sehen. Hast du verstanden? Hey! Ich raus! Mann! Blöd, Mann. Und nun zurück zu unserem Problem. Enttäusche mich bitte nicht. Verdammt. Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt?
Da müssen wir irgendwie hinter ihm schleichen. Wir sind doch am Anfang mal hier aus dem Zelt abgehauen, vor Breda natürlich. Und haben hier irgendwie so die Zeltwand zerrissen und sind so abgehauen und haben es wieder zugemacht. Eigentlich könnte das ja klappen, oder? Wenn wir jetzt hinter ihm stehen und irgendwie welche Zeichen geben. Sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Ja, können wir da wieder einen kleinen Riss machen? Ich mache nur einen kleinen Riss. Okay. Es ist klein genug. Dann guck mal durch. Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft Oha, hatte. Ganz Dies ruhig. Ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Schon mal gemerkt, dass dieser Typ hier, dieser Dozent, irgendwie die gleiche Stimme hat Spanne wie die anderen. Spanne den Bogen ja nicht zu weit. Also die Stimme kommt öfters vor im Spiel. Ja. Ich warte. Ja, ist ja gut. Wie machen wir das denn jetzt? Ich hab Was nichts. Ist nun? Alter. Ich komme nicht dran. Ich brauche irgendwie was, damit ich jetzt hier... Weiß ich nicht. Ich muss ja irgendwelche Zeichen geben. Am besten wäre so eine Lampe. Kann man die abnehmen? Oh, ja. Okay. Wir müssen irgendwie so ein Lichtzeichen machen und auf die Karte leuchten wahrscheinlich. Denke ich mal. Yeah. Sehr gut. Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Genau. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ja, ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. Na, hoffentlich. Geschafft. Wir merken, dass sie uns hilft. Na gut. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Geron, warte. Ja? Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt. Fahi ist dort. Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Okay. Nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Doch, ich denke schon. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Warum? Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nuri zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein. Nicht ich werde es tun, sondern er. What the fuck? Keine Angst. Er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Das sieht aus wie dieser Stock hier. Wie heißt er nochmal? Fuck.
der Stock davon, wie heißt die Sadia? Oh mein Gott! Wer bist du? Wer bist du? Oh, das ahnst du doch schon längst, nicht wahr? Einst ein Mensch, dann ein Zauberstab und inzwischen irgendwie beides. Ich sehe schlimm aus. Aber bei weitem nicht so schlimm wie die Dinge, die ich gesehen habe. Warum bist du hier in Andergast? Was suchst du hier? Um das zu verstehen, musst du wissen, wie Satyas Geschichte zu Ende ging. Also bald. Ich fürchte, Geron ist raus aus unserem Geschäft. Wirklich? Schade. Ich kann mir vorstellen, du hast eine Menge Fragen, richtig? Ja, ganz schön viele. Aber bevor ich jetzt die ganzen Fragen abarbeite, und das ist wirklich ein ziemlich gemeiner Cliffhanger, mache ich erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part von Memoria. Bis dann!